Hallo und willkommen auf dem Yuki YouTube-Kanal. Mein Name ist Sandra vom Kanal Sandras Allerlei und auch bei mir dreht sich alles rund ums Nähen. Ich möchte euch heute den Kniehebel an der MO 2500 vorstellen. Ein einfaches, aber sehr wirkungsvolles und praktisches Hilfsmittel, das es natürlich auch für andere Modelle von Yuki gibt. Die Montage ist dabei absolut einfach. Ihr müsst lediglich das obere Ende des Kniehebels in die dafür vorgesehene Öffnung rechts unten an der Maschine einstecken und der Nähfuß muss abgesenkt sein. Nun bewegt ihr mit eurem Knie den Hebel nach rechts und der Nähfuß hebt sich nach oben und ihr könnt mit beiden Händen euer Nähprojekt einfach und genau positionieren. Das ist gerade bei rutschigen oder auch dicken Stofflagen besonders hilfreich. Zum Senken des Nähfußes das Knie nach links bewegen und der Hebel geht automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück und ihr könnt loslegen zu nähen. Übrigens kann der mitgelieferte Abfallbehälter auch noch zusätzlich aufgesteckt werden. So habt ihr nicht nur die Hände frei beim Nähen, sondern die abgeschnittenen Stoffabschnitte werden gleichzeitig aufgefangen. Das war nun kurz und knapp erklärt und ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Nähen eurer wundervollen Einzelstücke.